Es ist echt schön, dass du mal wieder vorbeikommst. Ich habe so viele Geschichten zu erzählen, Marvin. Ey, du warst ewig nicht mehr hier. Wir fressen deine Marienkäfer. Du musst mehr vorbeikommen. Das kann ich gar nicht verstehen, dass du so selten hier bist. Ja, ich habe halt eine Familie, ne? Ich muss mich halt auch um die kümmern und ich arbeite und... Ihr Familie, das ist deine eigene Schuld. Ey, ich bin froh, dass das passiert ist. Ja, war doch auch nur ein Spaß. Hier, apropos Familie, stimmt mal Yuki und Leo, ne? Weißt du, die könnten auch mal irgendwann Kinder kriegen. Ja, wenn die mal rausfinden würde, wie das geht. Hast du das denn inzwischen rausgefunden? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, so ganz gerafft hast du das noch nicht. Ich glaube, es hat was damit zu tun, wenn man ins Bett geht. Aber so ganz richtig verstanden habe ich es noch nicht. Naja. Stell mir vor, das passiert außerdem wieder. Ja, das wäre schlecht. Ich habe nicht so viel Geld. Ja, wir auch nicht. Also ich fütter dich nicht durch. Ich kann dir mal ab und zu mal ein paar Bilder von mir schenken. Die kannst du dann verkaufen, aber ne? Pass auf. Hey, das wäre echt cool. Ich gehe übrigens weg. Gute Nacht, Thorsten. Na, Marvin? Ganz alleine hier? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4 übrigens, nebenbei bemerkt. Ach ja, schön. Ja, genau. Thorsten geht Hayabubu machen. Was macht... Oh, Leo hat ein bisschen zu lange geduscht. Sekunde. Wir kommen ja bald auf Part 100 zu. Da wird's wieder Zeit für ein Special. Da wird wieder gezeichnet. Ich habe schon eine Story im Kopf. Wir werden auf jeden Fall zu Folge 100 campen fahren. Dafür brauchen wir aber noch wesentlich mehr Geld. Denn bei all den Leuten, die wir mitnehmen und die ganzen Zelte, die kaufen müssen, die Stühle und die Kühlboxen und das alles, das wird noch eine Weile dauern. Also wenn ihr unbedingt einen Campingausflug erleben wollt, solltet ihr auf jeden Fall das Special gucken. Und den Livestream könnt ihr natürlich auch nachträglich gucken, wenn ihr wollt. Leo raved erstmal voll ab. Jo. Ich lasse meine Bongos tanzen. Ich meinte meine Muskeln. Heißt das nicht, man lässt seine Muskeln spielen? Ist mir doch egal. Oh yeah. Ich finde, mit langen Haaren sieht er jetzt... Also das hat wirklich was. Ach, jetzt muss er auf die Toilette. Mann, ich vermisse diese alte Wohnung hier. Und ich vermisse meinen alten PC, den ich getuned habe. Da gehe ich jetzt gleich mal zocken. Das war mal meiner. Und jetzt gehört der Thorsten. Dann können wir mal gleich mal seinen Browserverlauf durchgehen. Aha. Zocken. Herrlich. Wow, den Browserverlauf hätte ich mir lieber nicht anschauen sollen. Was, warum? Aha, was die Katzen da auf den Fotos machen, will ich gar nicht näher beurteilen. Ach du liebes Bisschen. Ja, Thorsten ist ja auch mal neugierig. Ein bisschen Informationslektüre kann ja jedem Kerl nicht schaden. So, Leo. Unsere blitzblank schöne neue Ikea-Küche. Sieht aus wie frisch von Ikea gekauft. Richtig awesome. Richtig schön. Ich freue mich schon so darauf, wenn es mal sowas ähnliches wie Accessory Packs gibt. Also so Store-Bündel-Inhaltspacks. Sie wollen ja so ein in Origin so eine Art Shop machen. Dann kannst du doch noch ein bisschen dazu tanzen, damit du ein bisschen Spaß hast. Sie wollen ja so Shop-Bündel-ähnliches System, wollen sie ja für die Sims 4 reinbringen, wo man dann halt auch noch mehr Möbel bekommt. Marvin hat genug Browser-Verlauf gesehen für heute. Jetzt wird er wahrscheinlich Albträume kriegen. Es tut mir leid. Tut mir leid, Marvin, aber du bist selber schuld, wenn du anderer Leute Internetbrowser stalkst. Dann betrachte der Tatsache, dass du auch morgen um 14 Uhr schlafen musst und vorher noch ein bisschen was schaffen sollst, solltest du jetzt ins Bett gehen. Scheinst ja auch genügend Spaß zu haben. Ausschalten, vorspulen. Achso, ja. Ausschalten, alle Lichter. Automatische Lichter, alle Lichter. Okay, die Dinger sind da draußen wohl irgendwie immer an. Das verbraucht Strom. Das kostet doch Geld. Ich möchte auf jeden Fall, dass bis zum Campingausflug Sarah schon eingezogen ist. Dann müssen wir uns jetzt noch Gedanken darüber machen, wie wir die Wohnung dahingehend erweitern. Ich meine, wir haben ja zwei Badezimmer. Ich wäre wirklich geneigt... Oh, guck mal, Thorsten ist schon wach. Ah, jetzt ist doch schon 7 Uhr hier. Erstmal ein Würstchen essen, ne? Lecker Würstchen. Yuki ist auch wach. Yuki geht sich auch erstmal ein Würstchen holen. Was ist denn los? Wo ist denn hier der Müll? Ich sehe gar keinen Müll. Könnt ihr auch gleichzeitig, weil in letzter Zeit brechen Sims gerne Interaktionen ab, so wie mal jemand irgendwo einen Moment zu lange steht. Du sollst nicht grillen. Nur weil Yuki da für einen Moment stand, heißt das nicht, dass du da nicht was zu Nomsen holen kannst. Hopp. Könnten wir eigentlich auch mal einen Frosch irgendwo aufstellen? Nimm die Frösche mal alle im Inventar. Das ist schon ein creepy Hobby, ne? So Frösche im Inventar. Vielleicht heben wir einfach mal unsere Lieblingsfrösche auf. Hier der Wirbelblumenfrosch. Genau. Eierpflanzenfrosch, Leopardenfrosch, der ist cool.
Der Wirbeleierpflanzenfrosch. Und die anderen können wir mal verkaufen. Weil wir können ja nicht 1000 Frösche im Inventar haben. Ja, danke, liebes Bestreben. Du verdeckst da mir übrigens gerade voll die Sicht. Geh weg! Ja, geh, hau ab! Ksch, ksch. Geh weg! Ksch, ksch, ksch. Hau ab! Hau ab! Ksch, ksch. Was ist los? Wie unterhaltet ihr euch? Ich habe heute Nacht von einem Lama geträumt. Das war ganz haarig. Das war irgendwie gruselig. Und dann hatte ich Hunger, als ich aufgewacht bin. Das war auch gruselig. Und ich muss gleich arbeiten, verdammter Müll. Egal, hier. Also Träume sind manchmal schon echt weird. Vor allen Dingen, wenn sie im Krieg spielen und dann Lamas auftauchen. Ich träume gerne von coolen Autos. Ich wünschte, wir könnten hier Auto fahren. Oh, ich hätte so gern ein tolles Auto. Hm, lecker. Kalte Würstchen vom Vortag. Na, riechen tun sie gut nach Senf. Ich habe mich neulich in Senf gewälzt. Also es war für Kunst. Freiwillig. Nicht, dass ich mir... Das war mir nicht peinlich. Hm. Aber wann ist Marvin gestern eigentlich gegangen? Habe ich gar nicht mehr mitgekriegt. Weiß ich auch nicht mehr. Hm. Ich denke über mich selbst nach. Sollte ich häufiger tun. Sag mal, nur mal spontan Gesprächsthema. Hier, Sarah ist doch echt freundlich, oder? Ja, Sarah ist echt nett. Kenne ich jetzt ja auch ganz gut inzwischen schon. Ein bisschen merkwürdig, wie sie läuft, aber ansonsten, ich wasch mal ab. Okay. Cool, dann kann ich ja meine Pläne in die Tat umsetzen, sie in die WG zu holen. Das ist zwar eigentlich Thorstens Haus, aber was soll's. So. Ja, Thorsten muss ja in 15 Minuten Arbeit... Oh. Yuki, diesmal darfst du das reparieren. Oh, Niebe. Wie stinkt denn hier? Oh, Thorsten müffelt. Kann sich selber ja nicht mehr riechen. Dann gehst du schnell noch duschen, bevor du arbeiten musst und du lässt das. Geh hier raus. Raus! Yuki, raus! Thorsten geht ganz schnell duschen. Also so wenigstens so ein mit dem gelben Bereich. Gelb-grüner Bereich. Grüner Bereich. Ja, jetzt hörst du auf, ist gut. So, jetzt Yuki, jetzt kannst du reparieren gehen. Was wolltest du da machen? Tanzen? Wieso wolltest du da drüben tanzen? Völlig verrückt. Diese Klamotten, die machen einen fertig. Kann man die ändern, wenn man schnell genug ist? Weil er hat hier jetzt ja theoretisch betrachtet an. Ich muss mal gucken, wie man das Sims 4 Arbeitsoutfit ändert. Nee. Moment. Change Sims for Working oder nee, Job Clothing. Job Clothing. Job clothing, work clothes. I wish I could change them, can I agree? Since the boss, if you like promotion, would like to change. Create a sim. Career outfits. Genau, career outfits müssten die dann heißen. Schauen wir noch mal, ob man das irgendwie ändern kann. Ah, full work clothes. Ja, genau, das finde ich nämlich auch. Bla, bla, bla. There's no way to edit work clothes in the game as of yet. Ich suche aber nach einer Modification. Das ist Sims 3. Ich habe nach Sims 4 gesucht. Warum zum Henker geht das nicht? Ich will einen Mod dafür. Mod. Clothing. Sims will work in everyday clothing instead of career outfits. Sims here, mod release of the week. Career. Kann ich das Wort nicht schreiben? Mit Doppel-E, bitte. Anni, lernst du doch endlich mal. Go to work in everyday clothes. Das ist eine neue Modifikation auf Mod the Sims. Oh, Baby! Oh yeah! Woohoo! Downloaden, downloaden. Yes, 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 yes. Findet ihr auf bei Google am sinnvollsten, wenn ihr das so macht, wie ich das jetzt gerade gemacht habe, dann ist das ja überhaupt total leicht. Dann ist das ja nicht schwierig rauszufinden.
in diesen Ordner speichern. Und zwar Go to Work in Everyday Clothing heißt der Mod für Sims 4 und ist auf modthesims.info zu finden. So, hätten wir das dann auch. Achso, dann geht das hier nicht. Gut, dann lassen wir das mal. Ja, ja, hätte ja sein können. Hätte mich gefreut, aber ist halt nicht so. Aber schön, Modifikationen gibt's für jedes Problem. Da kann man das endlich abhaken, ey. Ich meine, ist ja, mit den Katzenöhrchen ist ja ganz nett. Ich frage mich, warum sie die einfach halt tragen, wenn sie zur Arbeit gehen, weil es ergibt gar keinen Sinn. Wahrscheinlich würde er normalerweise eine Brille tragen, randommäßig eine Brille, und weil die als Brille einsortiert ist. Benaya. Meshka. Ja, reparieren, junge Frau. Reparieren und dann auffischen. Oh, sie fühlt sich unwohl, weil die Umgebung eklig ist. Dann mach sie weniger eklig. Leo pennt noch. Unser Langhaar-Leo jetzt. Sieht aus wie so ein Dandy damit. Voll gut. Es passt auch so gut zu seinem Typ. Boah, die Küche ist jetzt so stylisch. Ich will auch so eine Küche. Meine Küche ist auch stylisch, aber ist nicht so stylisch. Du bist völlig fit. Warum stehst du nicht auf? Warum stehst du nicht auf und holst dir ein Würstchen? Yuki ist unzufrieden mit der Gesamtsituation. Komm, das schaffst du. Oh, ii, das ist ja auch voll versifft, das Waschbecken. Danach kannst du es gleich mal putzen, ey. Das ist ja ekelhaft. Hopp. Drei gewöhnliche Tuning-Teile. Teile plündern und dann wegwerfen. Oh, Leo, unser Muskelprotz hier. Wow, guck mal, da fliegt der wie Chuck Norris, ey. Wenn er die Tür aufmacht vom Kühlschrank, ne, dann zerbricht der Kühlschrank in all seine Einzelteile. Eieieiei, du. Leo, Leo. Warte mal, dieses unschuldige Gesicht. Er guckt immer so glücklich beim so. Kann meine Stirn nicht sehen. Ach, Leo. Oh, schön. Hier sind Töpfe, die bei mir hängen. Und wenn ich aufstehe, stoße ich mir immer jedes Mal daran den Kopf. Herrlich. Boah, Yuki muss sich heute um alles kümmern. Und dann muss sie wieder die Gartenarbeit machen. Und pipapo. Und hast du nicht gesehen? Sowas Anstrengendes. Armes Ding. Draußen läuft noch die Musik. Garten pflegen. Teil für Sanitäranlagen. Also das heißt, wir können jetzt bald anfangen, hier die Toilette zu verbessern, oder was? Das würde ich aber lieber jemand anders ins Inventar alles packen. Kann ich gerade nicht. Leo kriegt es auf jeden Fall erstmal jetzt hier. Wie nicht alle. Den ganzen Stapel bitte. Ehrlich, kann ich den ganzen Stapel... Muss sie einzeln... Oh, das ist mir dann zu aufwendig. Hier kann ich doch auch einfach alle Teile nehmen und weglegen. Das finde ich blöd. Hm, Spinat. Hm, Zwiebeln. Oh, Kunst gesucht. Das hatten wir schon mal. Pack mal wieder deine ausgefallenen Werke hin. Warum immer wieder das Gleiche? Und warum wälzt sich Thorsten ständig im... Seine Kunst wurde missverstanden. Das hat ihn wütend gemacht. Bei jemandem wüten und toben. Herrlich. Ich glaube, Thorsten mutiert halt einfach schon so von sich aus langsam zum Catboy. Vielleicht sollte er mal versuchen, im Internet etwas anderes, schlägige Seiten zu besuchen. Ich meine, Bikisch hat ihn sicherlich neugierig gemacht, das ist klar, aber... Männer. Jetzt guckst du hier auch. Ach, Musikkanal. Apropos Musikkanal. Musik sollst du ja nicht machen hier, aber Witze erzählen. Was war das hier? Das Auftritt schreiben geben. Ein Auftritt schreiben. Wenn die Frau schon einen Namen geben. Nö, ist ja langweilig. Schreiben. Kannst du dann einen Auftritt schreiben? Comedy, kurzen Auftritt verfassen. Ach so, dann mach mal. Du bist ja eh gerade verspielt, dann passt das ja. Hopp. Du hast nicht mehr viel Zeit, um einen Auftritt zu schreiben. So, jetzt schreibe ich. Ich weiß nicht, muss mir nicht viel Mühe geben. Wissen Sie, meine Freundin. Meine Freundin, wissen Sie. Wissen Sie, meine Freundin. Ja. Meine Freundin, wissen Sie, meine Freundin. Au. Boah, die Witze waren so schlecht, da ist der Computer glatt kaputt gegangen. Da sitzen wir mal lieber. Auftritt weiter planen.
Okay, jetzt schreibe ich was Intelligentes. Und nicht so ein Scheiß, sonst kriege ich wieder ein Bluescreen. Ja, würde ich dir auch raten. Ich würde auch ein Bluescreen kriegen, wenn jemand mir solche Witze erzählt, ey. Stell dir mal vor, jemand würde wirklich so schlechte Witze erzählen. Alter, würde der Computer implodieren, wenn man sich sowas anguckt.